Ja, hallo, hier ist Mathe Ben. Ja, was ist eine logische Aussage überhaupt? Naja, in diesem Video möchte ich es euch kurz erklären, was man unter einer logischen Aussage versteht. Grundsätzlich ist es eine logische Aussage eine Behauptung, die entweder wahr oder falsch sein kann. Und zwar eindeutig, wahr oder falsch. In der Informatik kennt man das ganz bestimmt unter den booleschen Ausdrücken oder unter den booleschen Variablen, wo man entweder true oder false als Wert annehmen kann. Und üblicherweise sagt man zur wahr auch die 1 oder falsch wird auch oft als 0 bezeichnet. Man kann auch W oder F schreiben, ist eigentlich vollkommen egal, ist bevorzuge 1 oder 0. Genau, Beispiele sind zum Beispiel, heute esse ich eine Pizza. Ja, das ist eindeutig wahr, wenn ich tatsächlich eine Pizza esse, oder es ist eindeutig falsch, wenn ich heute keine Pizza esse. Oder heute trinke ich eine Cola. Können wir auch sagen, ist entweder wahr, ich trinke heute tatsächlich eine Cola, oder falsch, ich trinke heute gar keine Cola. Keine logische Aussage wäre zum Beispiel, was wollen wir heute machen? Weil darauf kann man ja, diese Aussage kann man ja nicht mit Ja oder Nein beantworten, die kann man offensichtlich nicht mit wahr oder falsch beantworten, da muss man irgendwas antworten wie heute gehen wir ins Kino beispielsweise. Das wäre also keine logische Aussage. Also eine logische Aussage, definitiv eine Behauptung, die entweder wahr oder falsch sein kann. In der Mathematik sind das zum Beispiel einfache Aussagen wie 10 größer 5. Das ist offensichtlich wahr. Oder 0 kleiner minus 3 ist offensichtlich falsch. Ja, deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt so ein bisschen verstanden habt, was logische Aussagen der Mathematik sind. Und was keine logischen Aussagen sind, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.